Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Flash Games. Ja, ich habe mir Spiel Garden Inventory rausgesucht. Und bei dem, es ist ein Tower Defense Spiel, bei dem man seinen Garten verteidigen muss vor Insekten und allem Zeug. Ich mach mal ein bisschen leiser. Genau. Hier, der erzählt mir irgendwelchen Mist, aber das wollen wir uns nicht durchlesen. Auf jeden Fall gibt es hier 20 Level. Die mal alle halt so. So, dann geht's hier weiter. Dann hier. Und dann hier. Wir fangen aber an mit dem ersten. So, und zwar kommen die Viecher von da oben und gehen bis dahin. Und wir bauen uns jetzt erstmal zwei Kakteen. Send next, dann kriegen wir extra Geld für die Zeit, die übrig ist. Immer gut, wenn man es hat. Gestorben. Boah, Glück gehabt. Send next. Kann man noch einen hinbauen? Schmetterlinge. Oh. Davon baue ich am Anfang immer ziemlich viele hin. Weil die einfach am besten sind. Also für den Anfang. So, und nächsten. Ah, da habe ich schlecht gebaut. Werden auch immer stärker. Die Viecher, was kommen, ist ja klar, wie bei jedem Tower Defense Spiel. Die Würmer halten jetzt mehr aus, aber die geben dafür auch mehr Geld. Gleich die nächsten. Immer gleich die nächsten. So. Und dann können wir uns mal anfangen, diese Gnome da zu machen. Ach genau, upgraden kann man ja auch. Upgrade, Upgrade. Erstmal hier dann Upgrade von den schönen Turm. Und sehen wir auch die Waves. 9 haben wir schon. Das heißt, jetzt kommt der Boss. Müssen wir den nur noch irgendwie fertig machen. Aber geht der ganz gut eigentlich. Hoffe ich. Wird eng werden. Wir haben zwar hier unten genug, 20 von 20 und er zieht ja nicht alles ab, aber trotzdem. Sell. Sell. Neue. Neue. Sell. Sell. Wir können ihn ja langsamer machen. Das Ding macht die Gegner langsamer. Aber jetzt haben wir ihn ja. Na also. Das war das erste Level. Weiter. Grün heißt, wir haben es geschafft. Im zweiten Level gibt es jetzt schon 15. Wo kommen sie her? Hier kommt sie. Machen wir hier einen hin. Und hier. Was können die nochmal? Okay. Das war knapp. Nächsten. Erstmal hier so eine Reihe von Kakteen aufbauen. Rocket nun kostet. Wie viel? Wo stehen, wie viel die kosten? Ach, da steht's ja. Okay. Wie gesagt, die hier schießen auf alles. Die Blumen, die sind ein bisschen schwächer halt. Da die haben wir dafür einen weiteren Radius, kosten nicht so viel. Hier, der kostet 50, der Gnome. Spare ich mal auf den. Ich glaube nämlich, da kann ich auf Fliegende schießen, wenn ich mich recht erinnere. Probieren wir mal aus. Er kommt jedenfalls dann auch noch dahin. Gut, der schießt mit so Lasern. Warum haben die da so einen roten Punkt? Das weiß ich leider nicht. Mal den mal dahin. Der schießt auf Fliegende, glaube ich, ja, genau so was. Der nur auf Bodenviecher und der nur auf Fliegende. Ja, genau. Tötet die bitte. Danke. Dann machen wir jetzt hier so einen hin. Der schießt auf alle. So, dann kommt wieder so einer jetzt dann. Ja, der war gut da.
so. Schießen Gott sei Dank relativ schnell. So, das upgrade ich hier mal. Alles schön upgraden. Erst die Kakteendecker, weil die halt im vordersten Front gleich stehen. Hallo? Ich hoffe, der schafft es noch. Hopp, hopp, hopp. Da hinten, Gnom. Ihr Lasergnom. Ja, und jetzt den noch bitte. Du kriegst ein Upgrade. Du kriegst eins. Na, es war eh fast die letzte Rebelle schon wieder. Das Spiel werde ich nicht wie das letzte ganz durchspielen können, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Der Boss. Da können wir die verkaufen. Weil die hier einfach nichts nutzen. Einfach mal so einen fetten Hitbomb. Können wir auch schon verkaufen. Und dafür ihn hier upgraden. Ah, da ist er eh schon fast tot. So, haben wir es geschafft. Gut, weiter. Schon 20 Waves werden halt, wie gesagt, immer mehr von diesen dummen Waves. Wenn die fertig sind, kann ich gleich holen, damit ich gleich mal ein bisschen Geld verdiene. So, hier. Ganz schön eng hier. Nein, der war fail. Den muss ich nochmal verkaufen. Vor allem hier hin. Und der hier hin. Gleich die nächsten hinterher. Und wieder gleich die nächsten. Wir schon viel Geld verdienen. Und die nächsten. Die erstmal genug hinbauen. So, so. Da kommen dann in der Mitte die Zwerge rein. Nächsten. Erstmal die Gnome hier. Doof, die passen da nicht hin. Halt, hoppala. Ach, kommt die nächsten. Jetzt halt hier weiter. Kommen die Gnome halt hier hin. Hier einer. Komm, weiter, weiter. Dann der hier gleich. Weiter, dann wieder so einer. Machen wir den hier hin, verkaufen den. Machen hier wieder so einen hin. Und dann mal so einen großen. So, gleich den nächsten. Füttert den mal. So, dahin. Der schießt dann alles tot. Und nochmal so einen fetten. Der geht nämlich ganz schön ab. Gut, gut, komm, kommt. Mach die tot, mach sie fertig. Weiter und der nächste. Dann kommt wieder so einer. So, haben wir eh schon wieder fast geschafft. Komm noch gar nicht bis da unten. Später wird es aber dann viel schwerer noch, ich sag's euch. Upgraden wir mal ihn. Der ist halt gut für die. Der macht die Würmer nämlich fast One-Hit. So, zwei Wellen noch. Es werden dazu noch Fliegende kommen wahrscheinlich. Ja gut, die sind auch tot. Und die nächsten. Okay, es kommen gar keine Fliegenden mehr. Z
heißt, wir können die getrost verkaufen und die stärker machen. Die nächsten holen. Upgrade, 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 upgrade. Ich will den Wurm haben. Wie viel hat der noch? Der Wurm! Da! Ja, wie schnell der down geht. Okay, kein Problem. Aber man sieht vor, am Anfang hat er noch im ersten Level 3500, jetzt schon 7000. Er bringt uns doppelt an Geld.